Die Digitalisierung schreitet voran. Sie verändert unsere Gesellschaft, aber auch die Arbeitsbedingungen. Hier zeigt Kollege Computer den nächsten Arbeitsschritt auf dem Monitor oder über eine Spezialbrille. Die Informationen hierzu sind mittels RFID-Chip auf dem Werkstück selbst gespeichert. Inklusive Bauanleitung und Fehlermeldung, wenn der Mensch zum Beispiel einen Arbeitsschritt vergessen hat. Es kann dazu kommen, dass Jobs sich ändern und es wird dazu kommen. Es wird genauso dazu kommen, dass Jobs wegfallen, aber andere entstehen. Also auch das sind die beiden Seiten des Wandels, den wir da sehen. Der digitale Wandel und seine Auswirkungen auf die Arbeitsplätze sind Thema auf dem Fachgespräch der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Faire Arbeitsbedingungen, soziale Sicherheit, eine funktionierende Sozialpartnerschaft, das hat, so sind wir überzeugt, uns in der Vergangenheit stark gemacht. Und die Frage ist, wird das auch im digitalen Zeitalter ein Erkennungsmerkmal einer erfolgreichen sozialen Marktwirtschaft sein? Die Rahmenbedingungen hierfür müssen rechtzeitig gestellt werden. Schon jetzt gibt es eine zunehmende Zahl an Menschen, die ihr Geld mit und durch das Internet verdienen, dabei aber kaum Regularien unterworfen sind. Crowdworking als eine der neuen Arbeitsformen bietet Menschen, die wir als Clickworker und Freelancer bezeichnen, zeitlich, räumlich und örtlich völlig neue, entgrenzte Schaffensplätze. Und da werden wir als Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden mal darüber diskutieren müssen, wie zukünftig denn der Betrieb als Begriff definiert wird. Industrie 4.0 ist ja das große Stichwort. Aber wir alle wissen, nicht nur die Industrie wird sich ändern, sondern auch unsere Dienstleistungsbranche. In jedem mittelständischen Betrieb wird sich vieles ändern durch die Digitalisierung. Und das hat Auswirkungen auf die Mitbestimmung, auf den Arbeitsschutz, auf die Frage, wie wir produzieren. Das haben wir heute mit den Experten diskutiert. Denn wir müssen heute die Rahmenbedingungen so ändern, dass wir tatsächlich die Chancen dieser Revolution, dieser Entwicklung nutzen können. Und damit der Mensch als Arbeitnehmer weiterhin im Mittelpunkt steht und davon profitiert.